Seit dem 24. Juni diesen Jahres ist die Bundesstraße 80 zwischen der Lotterstadt Eisleben und Lütjendorf wegen Brückenbauarbeiten voll gesperrt. Das ist eine prekäre Situation, vor allem für die Einwohner des Dorfes Lütjendorf. Denn eigentlich geht die offizielle Umleitung aus Richtung Halle kommend von der Fortuna über Erdeborn, Hornburg und Rothenschirmbach auf die B180 und dann wieder zurück auf die B80. Aber viele, vor allem PKWs, nutzen die kürzere Strecke, die über Lütjendorf, Wurmsleben und Unteresdorf führt. Ganz zum Unmut der Einwohner. Und deswegen meldete Marcel Witzke für den 15. August eine Versammlung an, die auf dieses massive Verkehrschaos speziell in Lütjendorf aufmerksam machen soll. Es ist nicht tragbar, dass es eine offizielle Umleitung gibt, diese so gut wie gar nicht genutzt wird. Die sämtliche Fahrzeuge, obwohl jetzt auch schon 7,5 Tonnen LKWs begrenzt sind, immer noch 40 Tonner durch die Ortschaften fahren. Unsere Straßen werden kaputt gefahren. Wir haben mehrere tote Haustiere schon zu beklagen, Katzen vorrangig. Wir haben jetzt die Schule hat begonnen. Wir haben direkt an dieser Hauptverkehrsader jetzt unsere Bushaltestellen, wo die Kinder früh stehen, wenn der Berufsverkehr anfängt. Es ist einfach nicht machbar. Wir haben hier Engstellen, die sind noch schmaler als in Erdeborn. In Erdeborn geht ja die offizielle Umleitung lang. Dort wurde eine Ampel installiert, um den Verkehr halbwegs zu regeln. Und bei uns wurden Gott sei Dank schon Schilder aufgestellt in den Ortschaften, auf 30 km/h beschränkt. Aber es hat sich wirklich noch nichts geändert an der Tatsache des Verkehrs. Heute machen wir eine Versammlung, um darauf aufmerksam zu machen, um eventuell zu bewirken, dass diese Baustelle von der B80 schneller fertig wird, ob da Möglichkeiten sind, wie eine Art Schichtsystem einzuführen, einfach, dass diese Baustelle schnell vorangeht. Am 13. ist Wiesenmarkteröffnung. An diesem Stichtag soll auch eigentlich diese Baustelle fertig werden. Ob die bis dahin fertig wird, steht immer noch ein Stern. Offiziell ist noch nicht raus. Da müssen wir uns überraschen lassen, weil den Verkehr, den vertragen unsere Ortschaften auf keinen Fall. Mit Plakaten und einer kurzzeitig halbseitigen Sperrung durch die Polizei am Nachmittag zeigten die Anwohner nun ihren Frust. Aber auch nicht nur die PKWs machen den Einwohnern zu schaffen. Auch LKWs wie 40 Tonner befahren die kürzere Strecke, obwohl diese nur bis 7,5 Tonnen erlaubt ist. So, wir sind hier in Lütjendorf. Es geht um die Umgehung nach Eisleben. Hier ist ein Schild an der Fortuna, alle Fahrzeuge über Erdeborn. Und trotzdem kommen die Fahrzeuge über Lütjendorf. Ich wollte neulich nach Wurmsleben fahren, ist vor mir ein 20-Tonner. Dieser ist über die erste Brücke nicht rübergekommen, weil im entgegengesetzten Fahrbereich Fahrzeuge waren. Was macht der 20-Tonner? Dreht auf der kleinen, engen Straße und fährt rückwärts ins Maisfeld rein. Und ich stand dahinter und ich musste selbst ins Maisfeld weichen. Er hätte mich beinahe mit dem Auto gerammt. Und fuhr dann wieder zurück, weil er nicht über die Brücke gekommen ist. Ich würde mir wünschen, dass sich da bald etwas anderes tut, denn die Einwohner in Lütjendorf sind stark genervt. Es kommen auch kleine Kinder mit Fahrrädern über das Dorf. Das ist unverantwortlich. Bei der Vollsperrung stört mich, dass hier an der A2 und Milano die Ampelkreuzung, dass das nicht richtig ausgeschüttet ist und dass die Umleitung alle gar nicht wahrnehmen. Die könnten nämlich über Erdeborn, so ist es eigentlich, Hornburg, Rothenschirmbach und dann könnten sie auf 180. Aber ich wohne hier in der Straße, an der Gamarkstraße, wo es ganz eng ist. Und da kommen so viele LKWs durch. Also das ist ein Chaos. Wenn ich mit dem Auto rausfahren will oder mein Mann, muss ich immer einer auf die Straße stellen und anhalten. Das kommt ja nicht raus. Oder anrufen, sagen, ich komme gleich, mach das Tor auf, damit ich gleich reinfahren kann. Also ich finde das eine Zumutung. Und wenn sie ausweichen, dann weichen sie auf. Gebe ich aus, der wird auch kaputt gefahren. Es muss unbedingt was passieren.
Und ob das bis zur Wiesia freigegeben ist, das ist gefährlich. Die ist am 13. September. Laut der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt soll die B80 voraussichtlich noch bis zum 13. September gesperrt bleiben. Erst am 14. September, dem Wiesensamstag, ist die Freigabe der Straße geplant.